Hallo und herzlich willkommen zurück beim Amtsgamern bei Ragen of the Kings. Ich spiele noch immer der Kollege Salbrechter und der Kollege Hansa. Ja, man sieht, waren wir jetzt schon ein bisschen aktiver. In der Abwesenheit schon haben wir angefangen, unsere Base zu bauen. Unser erstes kleines Häuschen. Und ja, jetzt müssen wir da leider ziemlich viel Holz beschaffen. Ah, da hinten oben auf dem Hügel ist er. Das ist eigentlich eh noch ein paar Bäume. Was ich gut finde, dass es noch kein Dings, kein Vollschaden gibt. Also du kannst da überall drüber laufen. Ja, das stimmt. Wisst ihr eigentlich, wie viel wir da für ein Banner brauchen? 10 Bones, der Rest ist nicht so schlimm. Wie viele Bones? 10. 10 Bones, eine Liederheit und 100 Holz. Ja, zu dritt geht das halt schon um einiges schneller lange. Weil davor müsst ihr das Alarm abbauen. Ja, du wirst so ein Schwarm, ne? Ja, dann baust du aber nicht so große Dings, oder? Ja, dann baust du eher was Kleines. Weil wir sind da schon meiner Meinung nach immer ein bisschen ein Eck halt wieder zu groß geworden. Würde ich gar nicht sagen. Würde ich gar nicht sagen. Wenn wir da noch das Ding bauen, den Brunnen innen und so weiter. Ja, man kann immer noch oben weiterbauen, was ist das gewesen? Ja, bei den Brunnen wirst du wohl am Boden hinstellen müssen, ne? Ja, aber das, dafür haben wir mehr als genug Platz. Da drin können wir 5 Brunnen aufstellen, wir haben noch immer mehr als genug Platz. Ja, jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben einen Wastler noch, der was kommt. Der verbraucht ja immer voll viel Platz. Ja, ich weiß, er ist ein bisschen Eigenbrötler. Der hat meinen größten Schlafsack kommt. Ja, weil er immer mit Männern zusammenliegen will. Oder mit dem Bär. Oder mit dem Bär, ja. Er steht auf vorige Sachen. Egal ob Bären oder Männer. Ja, den Bär hat in der Aufnahme noch gar nicht gesehen, oder? Achso, nein, den Bären hat man noch nicht gesehen. Wir haben da ein kleines Duell mit einem Bären gehabt. Herzlich, ich glaube übrigens, dass die Tür falsch herum eingebaut. Ja, das ist die falsch herum eingebaut. Wieso ist die falsch einbauen? Übrigens unser Nachbar. Wieso ist die da falsch einbauen? Du hast die äußere Seite noch innen gebaut. Das ist, bei manchen Spielern kann das zu Problemen führen. Was natürlich bis da ist, aber bei Rust zum Beispiel hat es da Probleme gemacht. Kann man es abreißen? Also in die, ich hab's jetzt noch nicht probiert. Jetzt haben wir jetzt kannst du bestimmt noch abreißen. Abreißen. Nein, kannst nicht. Ja, du brauchst noch ein anderes Tier. Dann kannst du drüber fahren mit der rechten Maustaste. Oder die vielleicht konntest du es nicht. Falsch herum, Bade sind falsch herum. Das ist schlecht. Wofür findet jetzt noch? Natürlich findet jetzt. Was das sind falsch, das passt eh, oder? Nein, schau mal, genau. Ist, wenn du jetzt die Seiten anschaust. Warte mal. Achso, du bist da. Schau dir die Seiten an? Ja. Jetzt schau dir die andere Seiten an. Ja, das ist sehr richtig, oder? Nein, die befestigte Seite ist innen. Das ist ja nicht die befestigte Seite, ne? Ja, bis jetzt haben wir auch bei jedem Haus, was ich gesehen habe, was genau andersrum. Hier ist immer noch innen. Ja, aber da sind die Scharniere innen. Das passt der, oder wenn die Scharniere innen sind? Meiner Meinung nach. Die außen. Oder nicht? Lassen wir es einfach so. Ist ja wurscht, wenn wir ihn merken. Na, ich habe mir jetzt nur gedacht, weil die Scharniere, wenn die innen sind. Aber schauen wir mal, ist das bei der anderen Tier so?
Ja, bei der ist es auch so. Oh, du kannst. Du hast gesehen, du kannst sogar einen scharfen Stab craften, falls die wieder fesselt und es muss sogar befreien kannst. Du kannst dich sogar umfeuern. Nur zur Information, man muss es sogar noch eins höher bauen, das Ganze. Oh, nur eine springen. Ne, wir müssen mal doch ran noch bauen. Ja, aber es muss ans höher werden, sonst kommen wir nicht über den Stein drüber. Na gut, dann fangen wir an, ne? Dem Crafting hier. Ja, ich werde jetzt offline gehen, muss ich ganz ehrlich sein. Hm. Und dann wird uns jetzt der Kollege Hensa verlassen, nehme ich mal an. Ja, ich muss schon bald wieder auf und die haben morgen eine Installation den ganzen Tag. Darf mal kein Fehler passieren. Ja. Ich hab da noch meine letzte Truhe auch hingestellt, gell? Und ich hab da auch schon meinen Spawn hergelegt. Ich werde einfach da ausloggen. Die Ecken. Was ist das für ein Ding? Das ist das schlechte Bett. Aber dabei braucht man nicht mehr. Es geht ja noch um, falls wir sterben. Ja. Was muss man noch aufbauen? Das Banner, oder? Genau, Medium Banner. Meine Knochen habe ich, glaube ich, schon reingelegt in die Kiste noch. Ja, 29 Knochen sind da schon drin, 100 Holz und ja, warst du schon ein bisschen abbauen, Kollege Salbrechter? Ich geh kurz wieder aus, ja. Okay. Jetzt bin ich aus, also mit der Höhe, also noch ans her auf, wo ich jetzt bin. Nein, mit der Höhe, ja, ich weiß es eben nicht. Wir können süß oben so einen Gipfel aufbauen, wo das stehen sollst. Ja, weil ich habe jetzt eine 49 von denen. Bauen wir. Fangen wir doch und sonst gehen wir es eh wieder abreißen, oder? Ich habe jetzt aber schon die Blöcke gebaut. Ja, das musst du jetzt mal fertig machen, die Reihe. Was, da gibt's ja extra noch, oder? Sieht man, wir machen mit den Blöcken das doch. Nein, es ist wurscht, man kann auch mit den normalen die Blöcke das doch machen. Ja, das was halt billiger ist. Ja, das normale ist ja nur. Also jetzt müssen wir auf alle Fälle noch eins bauen, ne? Würde ich sagen. Ja, eins sollte man eigentlich schon noch bauen, ne? Ja, sicher, bauen wir noch eins. Da haben wir alles drin ohne Probleme, ja. Dann ist die richtige Höhe auf jeden Fall gegeben. Vielleicht baut noch einer noch ein Tier, damit wir einen Aufgang bauen können aufs Dach. Also meinst du da Stier, oder wie? Ja, genau. Dass wir einen kleinen Turm aufbauen können oder so, aber müssen wir natürlich dazwischen drin trotzdem ein Tier nicht tun, falls einer aufgebaut. Dann können wir auch leichter oben weiterbauen. Das ist mein Gedanke gewesen. Du kannst du eh gut bauen. Na komm. Das Baumenü finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Echt cool, vor allem mit dem Crafting ist das auch ziemlich lässig. Also das funktioniert auf alle Fälle schon einmal sehr gut. Ah ja, der tut das um einige schneller umwandeln, wenn du das einfach in die Workbench nicht tust, ja. Was umwandelt? Ja, diese Blöcke, die muss man da haben. Die kann man so auch in diesem Bordel, ich meine, das kann man nur über die Werkbank überhaupt. Na, du kannst das so auch machen. Ja. Ah, fuck. Scheiß da. So, du kannst von innen aufgehen, Herze. Was schon. Ich hab mir da schon was gebaut, dass ich da kurz aufgekommen.
Oh lala. Zum Beispiel, ja. Oder über den da. Okay, und wie soll man das jetzt mit der Dings machen? Mit der Stirn, die machen wir einfach aus Blöcke oder aus. Ja, genau. Oder warte mal, nein, da gibt's ja eigene Rampen, oder? Der eigene Stufe, wo du kannst Blöcke herbauen. Ich würde übrigens sagen, dass wir vielleicht nach unten diese schlechten Blöcke auch rausholen. Weil ich glaube, die sind leichter hinzumachen, oder? Ja, das sind die starken Blöcke. Also, du was meinst diese Büsche, oder? Die Blöcke, ja. Ja, weil die anderen, die holst, die sind die starken, hat einer 75 gekostet. Ich weiß, die können wir wohl lassen, aber die anderen, die schlechten Holz. Na noch. Ja, die anderen warten aber echt vom einen jetzt der gewesen. Ne? Warten wir jetzt erst bei einem Drittel. Ja. Hat ein bisschen länger gebraucht, ja. Ups. Die Frage ist, wie lange kann man eigentlich diese Blöcke abreißen? Kann das jetzt nur der, der was das baut, abreißen? Oder? Ich glaube, solange es nicht sichert ist, kann man es immer abreißen. Zurzeit ist es nicht sichert. Damit man sichert, muss man immer Banner herbauen. Baust du, hast du schon eine weiteren Blöcke, Kollege? Ja. Ich werde kurz da was geschaut. So, dann gehen wir da wieder abbauen, Holz. Abholzen. Alter, ich schaut aus. Hier oben noch ein ordentliches Dach. Das haben wir echt ein bisschen überdimensioniert, aber gut. Ja, sauft euch schon wieder, der Kollege Henzer. Und das Kollege Henzer beim Trinken von Mehl. Ich kann noch bauen, das wachsen nicht noch. Nimm lieber große, weil da unten muss sowieso ein bisschen runterlaufen, also bringt sich nichts. Ja, ich lauf mit. Bist das eh du da, oder? Ja. Na, da haben wir gern sehr schön. Ich weiß, ja. Ist natürlich cool. Die wachsen noch, die kleinen Bäume, oder wie? Die ja klar, Wasser. Die werden groß. Okay, ich hab so gewusst. Der schaut um die Bäume, was du da verlierst. Das habe ich nicht gewusst. Das ist ja kein Weltuntergang. Hat schon jemand was probiert bauen? Aus Stana. Du wärst wahrscheinlich die letzte Workbench brauchen, oder? Na, was denn? Schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit den Steinern ist, aber da können wir einfach in unsere Holzblöcke eine große Steinerburg bauen. Dann haben wir einen zweiten Schutz, die Holzblöcke. Ja. Oder zuerst als Gag die Holzblöcke und dann die Steiner. Oh, da ist einer. Ah, stimmt, ja. Frage ist, ob der will aber nichts tun. Oh nein, der tut nix. Kannst du mir begrüßen? Mit G? Druck G. Jetzt hat Druck G. Tut essen. Geh mal trotzdem lieber weg. Ja, ja, baut sich noch an die starke. Ah, bist du jetzt weggegangen, oder was? Ja. Wir haben 6 Eisen, baut sich noch an, sag mal bitte.
Was um 6? Die kostet ja nur 3, oder? Na, da gibt's einen um 6. Du baust mit Anschlag 12 Holz ab, mit Anfarm über 100 Holz. Ah ja, gut. Du hast 10, gell, hast du? Ja, das zahlt sich nicht so aus. Aber ich glaube, du verarbeitest den Farm dann besser. Aber den von dem die Rüstung hat schon ein bisschen besser ausgeschaut als für unsere. Nichts. Reine Essenrüstung. Eine reine Eisenrüstung. Ah, ich verdurst grad. Gut, dass mir das angezackt wird. Aber eigentlich muss man sagen, das mit dem Essen und Trinken ist eigentlich relativ human, oder? Jo. Also so oft, wenn du da mal voll... Wenn du einmal genug getrunken und gegessen hast, dann geht es eigentlich hier relativ gut. Um das Trinken geht ja durch die Beeren auf. Ja. Bist das du? Ah ja. Ja. Das ist die Axt, was ich meine, die halt sogar in zwei Händen. Guckt mit. Was auf alle Fälle interessant ist, wir sind bis jetzt nicht gestorben. Das ist unwahr. Naja, außer der Kollege Salve. Aber da haben wir uns noch nicht gefunden gehabt. Ja. Aber während der Aufnahme. Ja. Bist du noch nicht gestorben. Das heißt, ihr wenke schon dreimal diese Holzrüstung gebaut. Weißt schon, dass du Wasser mit dem Kack nimmst, oder? Ja, das weiß ich, ja. Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Glaubst du, wenn er sagt, dass er immer noch kein Flachs gefunden hat? Ja, da ist auch nicht viel Flachs, um ehrlich zu sein. Da ist wirklich nicht viel Flachs. Der Gehänse geht und so. Ne, der wird uns ja wohl sagen, wenn er geht. Nehmen wir jetzt einmal. Ich habe auch nichts gehört, dass er geht. Vielleicht ist er eingeschlafen auf seinen Chefsessel. Der berühmte Schlaf des Hänsers. Der Hänser ist es auch. Baut erinnern gerade eine Treppe. Okay. Ja, sehr gut. Wenn er sich da schon, wenn er da schon ein bisschen was baut, dann ist er voll völlig gut. Immer bitte noch ja, 8 Blocks Wood. So sind wir vielleicht in die Kisten rein oder so, dann kann ich das fertig machen. 8? Ja. Warte ein bisschen. Also Woodblocks, gell? Woodblocks, also die fertigen schon was. Ja klar. Ja, du musst erst machen jetzt. Alles kein Problem. Ja, aber was kommt? Zwischenfazit. Das macht auf alle Fälle eine Menge Spaß, das Spiel, gell? Ja. Echt, ja, lustig, gell?
Und ich habe ehrlich gesagt bis dato, bis auf meine Frisur, wenig Bugs gesehen in dem Spiel. Frisur von meinem Char ist ein bisschen buggy. Sieht die halbe Zeit die Kopfhaut. Deswegen habe ich gar keine Frisur. Ja, also bist du ja der Gollum. Der Gollum hat ja nur drei Haare am Kopf. Aber schau ich also aus wie der Gollum? Ja. Da habe ich schon ziemlich gut hingekriegt. Ja. Den hast du echt gut hingekriegt. Kann ich ja nichts mehr aufnehmen, aber warum destroyt er das jetzt? Ein bisschen mehr als ich gebraucht hätte, aber kann ich so auch weitermachen, passt dann. Oh, da stehen noch eine fetten Baum. Okay, abbauen da. Muss ich da jetzt noch auf jede Tier einen eigenen Security Code aufhören oder? Ey, nee, da. Ahnung. Keine Ahnung. Legst halt auf alle Fälle fest, wer die aufmachen darf, wer nicht. Ich glaube auch nur, ob er einen Clan aufmachen darfst oder nur du. Schaut so geil aus, wenn du da umrennst. Passt, ich bin jetzt in der Base, gell? Also falls ihr da irgendwas aufbauen gehen wollt. Das ist eine kleine Angst, ich hab fette Angst in der Hand, Alter. Ich bin auch ein bisschen aggressiv. Warte mal, deine Angst. Warte mal, Security Settings. Wooddorf, Family. Hast du jetzt schon allerdings gebaut, oder was? Nein, ich hab noch nichts gebaut. Das geht ja ohne Banner nicht. Kannst du nichts einstellen. Also sicher? Ja. Du willst was ohne Banner einstellen, wenn das Banner sagt, dass solange kein Banner gebaut ist, also wenn du Einstellungen durchliest, von einem Banner kann man nichts zusperren. Was tust du da? Fertig bauen. Ah ja. Das irgendwann einmal tun. Ich werde das einmal. Okay. So, ich werde noch eine Woodblocks bauen. Wie viel werden wir denn da noch bauen? Ich werde mal 50 von denen anbauen, ne? Ja. Hierfür kann man da jetzt aufgehen. Ich baue da mal 50 Woodblocks. Das kann man jetzt noch bauen. Lockstairs, Lockramp. Woodenstairs. Okay, man kann fürs Dach scheinbar doch nur Dings nehmen. Ja, sicher. Achso, dann kann ich ja alle bauen. Ja, klar. Wir werden noch mehr bauen, als wir noch. Auf jeden Fall kannst du jetzt die Stirn aufgehen und da oben die letzte Reihe fertig bauen. Darum ging es mir eigentlich. Der Banner sollte man dann abbauen. Ich werde mal mein ja. Bett da herbauen. Dass ich das auch mal hab.
Und nicht, dass du einen. Was brauchst du fürs Bett? Das kannst billige, du, kannst du schon ein Banner bauen? Ja, du, normalerweise brauchst du nur 100 Holz und einmal Leder. Ja, und Flachs. Das ist alles, oder? Alles in der Kiste. Ja, und Flachs, ja. Ich würde Flachs benötigen, weil ich hab schon. Also bauen wir nur das kleine Banner bauen, was? Na, das gibt's nur das eine Banner. Das ist das Crest. Also bei mir gibt's Small Banner und Medium Banner bei Equipment. Du musst Leader Crest bauen. This allows only the owner and guild members to place and pick up buildings materials, including doors in the area. Das ist unter. Das kannst du immer bauen. Ja. Das kannst du einfach bei E bauen. Das ist unter Crests. Ah, okay. Leader Crest. Genau, und das muss man da herbauen. Wie kostet das? Weil es gibt ja noch ein anderes Banner bei Equipment. Ja, aber das ist ja ein normales Banner. Ich hab das schon gebaut. Und jetzt, wohin tue ich das? Außen auf oder was? Oder innen? Nein, das kannst du glaube ich innen reinhauen. Tut er jetzt so? Bau mir. Nein. Ein bisschen geht's hoch, oder? Kannst du nicht mehr aufmachen. Was? Die Tür? Ja. Denk ich mal. Ich würde einen Haken auf Family. Ja. Auf Family gesetzt einmal. Warte mal. Ich probiere mal, ob ich das. Geh mal weg da. Wie das aufmachen kann. Machen wir zu? Ich kann es auch nicht mehr aufmachen. Kann nicht bewegen, ja. Ah, jetzt müssen wir warten, bis das Banner da voll ist, was? Na, du müsstest uns schon freigeben können, aber Family ist ja mal scheinbar nicht. Ja, ich hab's auf Family. Ja, wir sind mal nur Members. Nicht Family. Bei dir in der Gilde. Ah, okay. Musst du aber oberst. Achso, jetzt steht das. Kannst du sogar einzeln sagen, wer was für dir aufmachen darf? Kann das sein, ja. Dass man. So, wenn wir jetzt das Banner. Wenn wir es jetzt da bauen, wir können es aber schon fertig bauen, ne? Wie meinst du? Das Gebäude weiterbauen. Sicher, das Gebäude muss fertig gebaut werden, sonst kann jeder drüber steigen und trotzdem reinkommen. Ich weiß nicht, wie weit das Banner wirkt, das ist eher die Frage. Ob man ein zweites braucht oder ob eins reicht für das große Gebäude. Ja, ich baue noch ein zweites. Fertig. Ihr baut lieber noch die Blöcke, damit wir fertig werden. Da. Schon ein zweites gebaut. Ich baue es auf die andere Seite nochmal. Jo. Warte mal, tun wir noch nicht. Nein, das kann ich doch gar nicht bauen. Halt die Tür schon, das Problem. Nein, das kann ich nicht. Du hast. Ne, ja, es ist schon zu spät, ich hab's schon gebaut. Ja, passt, das ist für später, du kannst das einfach in die Kisten tun. Wir können ja mit den anderen Bases auch einnehmen. Ja, was tut sie da? Hä? Ja, nimm du die Blöcke aus und bau du das fertig sonst. Ja. Wo sind die Blöcke? Ja, ich baue gerade. Ja, ich hab da schon 50 drinnen. Ich hab da schon 50 drinnen. Ihr müsst nicht fertig sein. Dann baue ich weiter. Ja, die sind in der Kiste drinnen da. Nicht in der Kiste, in dem. Der Bench. Warum geht's denn nur auf. Warum tut sie den anderen nicht auf? Upgraden? Ich hab kein Flux. Ja, geh mal weg. Das brauchst du nicht so Flux. Upgraden aus 50 Flux. Warte schau, ich hab's außernehmen müssen da, schau. Liegt da am Boden hinter dir. Oh, okay. Na, besser damit kannst du was anfangen. Ja, damit kann man was anfangen. Alter, wie könnte man ja da so einen Turm aufbauen? Passt.
Also es ist das ganze Gebäude einfach noch eingenommen. Ja, da machen wir nachher noch einen Turm. Das heißt die Olage. Das von mir. Bei mir war gerade voll der Grafikbug. Der Hänsel geht ein, der macht die Tier hinter sich zu, auf einmal steht die Tier, aber wenn er die Tier ist von der Tier aus, und er schreit voll um, oh, ich bin runtergefallen. Ja, das müssen wir nachher umbauen, aber das passt schon. Das ich baue auch noch. Hast du noch Flachs? Ich hab kein Flachs. Ich baue noch Zähne, damit ich mal das Bett bauen kann. Nein, ich hab keins. Ich hab mal Flachs farmen. Ich lasse einmal alles da, was wichtig ist, falls ihr gar nicht braucht. Ja gut, ich werde mir mal ein Dings bauen, ne? Achso, wir haben da gar nichts mehr. Ich wollte mal ein Schwert eigentlich bauen. Eigentlich habe ich gar nichts Wichtiges in der Hand. Puh, wir finden wieder her. Wir werden noch Holz brauchen, gar nur zur Information. Ich geh gerade auf die Suche nach Flachs. Ich hab noch Holz. Na, bau um. Du läufst dann auch mal, ohne Hosen. Aber du musst eh immer die Tiere zu, gell? Weil die Tiere sollte man schon zuhalten. Ich würde immer zumachen. Weil, nicht, weil da kannst du uns jeder einer rein. Geht der automatisch hat's, oder? Na. No. Darf gerade der Bär die First von oben. Aber die anderen, habt ihr die anderen Bauteile schon ausgetauscht? Also no. Die anderen Dingens. Ihr wisst ja, was ich meine. So, wie viel kommen wir jetzt noch? Ich geh wieder Holz abbauen, ja. Hey, wo hast du die Dings hingetan drin gelassen, was? Ne, ich baue jetzt gerade 34 nochmal. Wir haben ja ordentlich was gebaut. Mit einem schönen Ausblick. Auf die Festung des Königs. Nun gut, ich würde sagen, das war's dann wieder mal mit dieser Folge. Wir melden uns dann beim nächsten Mal. Salü, gute Lü.